Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an meine Zuschauer und Abonnenten. Es ist mal wieder Chess Time. Ich habe heute bekommen, eigentlich schon gestern, aber kennt das ja, ich bin im Urlaub und dann habe ich gepennt bis in die Puppen und so. Habe ich den Postboten verpeilt, aber das macht nichts. Doch später ist auch nicht so schlimm. Ich mache es heute auf. Heute mal im Batman-T-Shirt und nicht Superman wie sonst immer, aber das kriegen wir hin, ne? So, machen wir erstmal auf hier. So. Ist das wahrscheinlich alles vor die Kamera gehalten. Allererstes das Lootbook. Darauf gehen wir später ein, in der, wenn wir alles ausgepackt haben, weil hier stehen alle Sachen drin und so. Ich möchte da ein bisschen drauf eingehen, weil ich habe auch letztens gemerkt, hier sind irgendwo Leute. Die will ich euch auf jeden Fall vorstellen, zeigen, wie auch immer. Aber das machen wir nach dem Unboxing. So, was haben wir hier? Hier steht es, ein, oh, seht ihr es? Marvel Comics Kissenhülle. Kissenhülle, mein Gott. Ja, Bombe. Marvel. Hoffentlich ist da Dick Iron Man drauf. Pass mal auf. Ich bin ja gerade hier bei meinem. Mein Bett ist nicht gemacht, weil normalerweise liegen hier noch Golden Tee und Pixel Spaß im Bett. Nein, Quatsch. Ah. Hier schon ein wunderschönes. Jetzt kriege ich ein zweites. Da werde ich mir auf jeden Fall nachher mal ein schönes Kissen von besorgen. Gott. Ich zeige euch das mal erstmal so. Comics, ich halte das mal weiter weg. Ja. Bin mit den Comics drauf, andere Seite. Wunderschön. So, was haben wir hier? Direkt ja. Ein passendes Kissen dazu. Das ist ja bombig, Alter. Geilo. Ich dachte schon, ja, gehst du gleich hier mal dänisch Bettenlager oder so. Aber. Brauche ich nicht, ist dabei. So, was haben wir hier? Rocket Beans TV, irgendetwas, keine Ahnung. Hinten steht auch nichts drauf. Keine Ahnung, was es sein soll. Halten wir erstmal. Ah. Was haben wir hier? Ein Star Wars Comic Artist. Ja, auch ein Comic-Sammler. Ich habe ganz viele Comics von Batman natürlich. Das ist genial, Comic. Mal gucken, was hier so noch so drin ist. Ah, hier aus der Star Wars Rebels Saga. Dabei. Und aus der... Ich habe keine Ahnung, Saga. Ich kenne die Typen nicht. Das glaube ich. Das sind zwei. Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr mir da mal helfen. Da seht ihr es. Oh, hier. Irgendwelche zwei Frauen. Keine Ahnung. Eine fliegt, glaube ich, ein X-Wing. Und die andere ist, glaube ich, einfach nur so dabei. R2D2 ist dabei. Irgend so ein alter Sack. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier wird eine heiße Nummer gleich passieren. Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall cool. Was zum Lesen. Ist nie verkehrt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pass mal auf. Ich habe jetzt Batman Socken. Batman T-Shirt. Warte. Oh, warte. Ah. Was? Ach, ein bisschen Fett hier reinfallen. Und der Batman Boxer Short. Ist das Bombe oder was? Ist das Bombe? Wenn Frauen sagen, oh, das ist voll kindisch, die lügen. Wenn eine Frau dir, wenn du eine Batman-Boxershorts trägst und die Frau zieht dir die Hose aus oder du ziehst die Hose aus beim Akt der Liebe, dann gehen die ab. Glaub es mir. Oh, lass mich dein Batgirl. Oder so, keine Ahnung, nein, Spaß, weiß ich nicht. Auf jeden Fall cool, Batman-Socken. Ja.
Original, guck mal hier, Alter. Ich weiß ja nicht, da ist das Logo drauf. Das Bombe oder was? Ich den anderen Boxen nicht, das garantiere ich euch. Batman-Socken, Alter. Wer haut Batman-Socken rein? Keiner. Nur Loot Chest. Immer abonnieren bei Loot Chest. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott, Alter. Alter. Ein Hobbit. Von Herr der Ringe Hobbit. Irgendein Zauberstab. Gandalf ist abgebildet. Gandalf der Graue wohl. Pen and Bookmaker. Ach, das ist ein Stift, glaube ich. Oder? Einen Moment. Ach so. Ah, das ist, glaube ich, ein Lesezeichen soll das sein. Glaube ich. Ja. Zauberstab. Ja, Tatsache, Mann, das ist ein Stift. Das Bombe, Alter. Der hat sowas, Alter. Sag mal ganz ernst, Alter. Da gehst du zur Schule oder so. Erstmal zauber ich mir die Aufgaben hierher. Richtig geil gemacht. Ich. Gandalf. Ey, Gandalf war lieb, ne? Egal. Geiler Scheiß. Mal hier. Richtig cool gemacht. Oh. Zeichen. Kann ich direkt für meinen Comic benutzen, weil sonst lese ich keine Bücher außer Comics. Kommen wir hier. Star Wars Episode 5. Empire Strikes Back. Imperium schlägt zurück. Pack das mal aus. Ich hoffe, das ist zum Auspacken. Ja, sicher ist es zum Auspacken. Ich weiß nicht genau, was das ist. Könnt ihr nochmal hier sehen? Da ist irgendwas drin oben. Muss aufklappen. Okay, kann man nicht. Bei mir sieht es auch gerade zu. Ah. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich halte das mal ganz nah an der Kamera. Es ist eine Filmszene aus dem Das Imperium schlägt zurück drin. Ja. Weiß aber nicht. Ja. Ne, hinten drauf. So, it's a dark time for the Rebellion, bla 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 bla. Ja. Cool. ja. 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 Keine Ahnung, was ich damit so machen soll, um ehrlich zu sein. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, aber wir kümmern uns ja auch gleich noch um das Loot Chest Book. Vielleicht ist da ja was drin geschrieben, wofür es genau ist. Man kann es auch nicht hoch oder runter schieben oder so. Weißt du, weil ich dachte, vielleicht, wenn du das so ganz schnell machst, so kommen da irgendwelche, ja, keine Ahnung. Geile Sache. Okay, was haben wir hier? Nestle. Nerds. Lemon Wild Cherry. Oh. Ich glaube schon. Der Schaf. Ja, keine Ahnung. Eine Süßigkeit. Warum geht er nicht auf hier? Mann! Hier. Oh. Oh, wie kann ich das jetzt in die Kamera? Ja, keine Ahnung. Guck mal hier rein. Seht ihr das? Kleine Kügelchen drin, die habe ich jetzt auch hier auf der Hand. Oh. Schmecken gut. Schmecken genial. Lass mal hier direkt am PC liegen. Was denn? That's Bad.
Oh, Blue Chest. Das legal ist. Das blaue Meth, glaube ich, soll er darstellen von Breaking Bad. Und die wollen mal hoffen, dass es kein echtes Meth ist, ne? Oder hoffen wohl. Weiß ja nicht. Diejenigen, die drauf stehen, machen das mal auf. Badesalz. Das Badesalz mit Kick. Also ich bin ganz ehrlich, gut riechen tut es nicht. Ehrlich nicht. Ja, Bademeersalz ist das. Mal riechen, Alter. Oh nee, Alter. Gar nicht. Ist eine coole Idee, aber das stinkt wie Hulle, Alter. Ohne Witz, das ist nicht mein Geruch. Ehrlich nicht. Bah. Aber cool gemacht, auf jeden Fall. Gehe ich gleich auf die Straße verticken. Sag ich, ey, ich hab das Meth von Heisenberg und so. Da haben oder was? Aber dann mal hier. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das heißt. In Englisch ist ehrlich gesagt ein kleiner Kacknoob. War auch Hauptschule. Kann Daddy das auf Englisch. Ja, ich kann natürlich ein bisschen Englisch, aber nicht so gut. Ich weiß nicht, was You are freed. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was das heißt. Das war's dann auch schon leider mit der Box. Aber wie gesagt, wir wollten uns noch ein bisschen auf das Lootbook ist, was wir noch machen. Einen Moment. Packen das noch mal aus. So. Dann, ja, daraus gleich noch ein Tutorial. Wie beziehe ich ein? Das kriegen wir schon irgendwo hin. Hoffe ich. Hoffe ich, dieser Reißverschluss. Oh Gott sei Dank, Reißverschluss. Ey. Bei mir fehlt dieser Henkel, wisst ihr? Reklamation. Da gehört da gar kein Henkel dran. Ey, war sonst sticht ihr ins Auge beim Schlafen. So, als allererstes macht ihr das auf. Entweder mit Knöpfen oder wie hier mit dem Reißverschluss. Ja? Dann machen wir erstmal das Schild hier ab. Bevor wir überhaupt irgendwas weitermachen. Ich habe ja hier mein cooles Rambo-Messer. So. Dann einmal auf links ziehen. Und wenn ihr das gemacht habt, legt ihr wieder eure Arme so da rein. Packt es hier an den Enden. An den Enden, der dran kommt. Ich glaube, das Kissen ist ein bisschen zu. Und dann stülpt ihr es so drüber. Ne? Ein bisschen eleganter. Ach, jetzt habe ich das gar nicht gezeigt. Und dann stülpt ihr es so rüber. Und dann klappt das nicht. Weil ich weiß auch nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, bei mir macht das alles meine Freundin. So, passt doch. Tada. So, dann habt ihr ein Kissen bezogen an alle jüngere Abonnenten und Zuschauer. Ihr könnt eure Mutter begeistern, wenn ihr mal euer Bett selber macht und das nicht so macht hier wie bei mir, Decke einfach so in die Ecke. Könnt ihr auch mal fragen, Mama, ich eine Paysafe-Card, ich will mir was bei Counter-Strike kaufen. Ist auf jeden Fall geil gemacht. Cool. Haben wir das auch. So. Jetzt gehen wir auf das Chessbook rein. Ich sehe, hier ist schon was drin, was hier fast rausfällt. Da. Innovations coming. Hier ist ein Code drauf. Avira.
Von Avira, da hinten ist ein Code drauf. Auf der anderen Seite. Warte mal. Da ist ein Code drauf. Da bekommt ihr einen Monat gratis Avira Hydra. Vom 21.09. bis zum 9.10. könnt ihr es einlösen. Ja, braucht keiner Avira, aber wenn ihn jemand haben möchte, den Code, schreibt es in die Kommentare, dann gebe ich euch den Antivir-Code. So. Hallo, liebe Luther. Interessiert keinen? So, Featured Channel, Nils. Hey, ihr Loot-Sammler da draußen. Das ist Nils. Ach du. Das Ding. Bin ich schon. Das ist auf jeden Fall Nils. Nils, Nils, Nils. Nils ist 27 Jahre alt, hat einen Twitch-Channel, so wie das aussieht. Und der Twitch-Channel heißt Jeff, ich heiße Jeff, mit Unterstrich. Also, das heißt Jeff, Unterstrich, ich, Unterstrich, heiße, Unterstrich, Jeff, Unterstrich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Nils. Er spielt am bekanntesten World of Tanks Streamer neben World of Tanks. Also er spielt auf jeden Fall World of Tanks. Ich bin ganz ehrlich, World of Tanks ist das größte Rotzgame, was ich je in meinem Leben gespielt habe. Ach, okay, aber manche mögen es. Es scheint viele zu mögen, weil es boomt ja angeblich. So, er spielt auch CSGO, GTA 5 und DayZ. Und so ziemlich alle Neuerscheinungen an Games. Ja. Ja, Nils. Bis auf CSGO, GTA 5 und DayZ sind das die einzigen guten Spiele, die du spielst. Aber das ist ja auch fast alles. World of Tanks. So, dann haben wir aber noch. Oh mein Gott. Featured Looter Manu-chan. Manu-chan sagt mir was. Manu-chan ist ein kleines Mädchen. Oh, meine Hand auf ihr Gesicht gelegt. Ein Mädchen. Was wir als allererstes bedenken müssen, ist das Duckface oder Kussun. Warte, bevor wir was sagen, wir wissen ja nicht, wie alt sie ist. Einmal im Monat. Gutmess Baby. Ist kein Alter dabei, aber ich sag mal so, wenn sie unter 18 ist, ist das noch okay. Aber der Kussmund, der muss weg. Der muss weg. Manu-chan. Egal. Vielleicht bin ich auch zu alt für die Scheiße. Dann haben wir noch die Ultimate-Dingen. Wie immer in jedem Lootbook ist der 10% Rabattcode auf Randy Run. Für Leute, die sich WoW-Gold kaufen. Ich glaube, nee, warte mal, der verkauft doch mittlerweile CD-Keys, ne? Naja, ach hier, guck mal hier. An alle Abonnenten und Leute, die gucken in diesem Lootbook, da ist auch nochmal unser Minecraft-Server. Dort bin ich Admin auf dem Server und dort könnt ihr auch mich antreffen und viele Leute. Die IPs zu den Servern schreibe ich aber nochmal unten in der Videobeschreibung mit rein. Wir haben da nämlich einen gemeinsamen Community Teamspeak Server 3, einen Loot Chest Pack Server, Loot Chest Battlefield Server, einen natürlich Minecraft Server und einen CSGO Server von Loot Chest. Dort ist immer was los. Könnt ihr drauf kommen. Auf jeden Fall weiß ich von Minecraft. Da bin ich sehr vertreten drin. Ja, hier haben wir die Items. Wir haben einmal dieses Kissen, was ich euch gezeigt habe. Ich bin mal eben gespannt, was das Loot-Dingen ist. Okay. Ja, gut. Wenn ihr aber so Sachen bestellen wollt, wie zum Beispiel Dinge, die in der Loot-Chest drin sind, haben wir hier auch nochmal den 8bitshop.de. Könnt ihr dann gerne draufkommen und euch Sachen bestellen. Ja, Rocket Beans Show Guide ist das hier. Die streamen, glaube ich, fast jeden Tag 24 Stunden. Ich habe keine Ahnung. Da müsst ihr mal in die Kommentare schreiben oder so. Der Golden Tee, mein Kollege da, der guckt Rocket Beans ganz extrem. Der kann euch da bestimmt weiterhelfen. Und das war's dann auch schon. Loot-Chest. Das war Ende. Ja, wie gesagt, wenn ihr den Avira-Code haben wollt,
Schreibt es in die Kommentare. Der Erste, der schreibt, bekommt von mir den Code. Ich brauche es. Aber ich will es auch nicht vergammeln lassen. So, Leute. Das war's dann auch schon. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal, liebe Looter. Haut rein!